can scream and shout and let it out. We say, Oreo, Oreo, Oreo. Das ist Mucke. Britney Spears. Und so war Navis. Man sieht's. So. Das tut sofort die schlechte Laune beim Regenwetter vertreiben. Will I Am featuring Britney Spears on Screen and Chart. Hier ist Radio Neunkirchen, die 94.6 mit Helly Mier, dem Vereinsmagazin, immer montags von 18 bis 20 Uhr. Und heute ist bei uns wirklich ein ganz lockeres Thema am Start, denn wir haben die Fußballgolfer hier im Studio. Es gibt eine einzige Anlage hier bei uns im Saarland und die ist in der Nähe von Beckingen. Wo genau, lieber Flo? Wenn man die Autobahn abfährt, ist es relativ nah an der Autobahn. Man muss einfach Autobahnabfahrt Beckingen links fahren und zwischen der Bundesstraße und zwischen der Saar. Also wenn man die Autobahn weiterfährt, sieht man auch die Anlage von der Autobahn aus. Also ist gut ausgeschildert auch? Ist sehr gut ausgeschildert, ja. Ist auch Hinweisschilder und sowas auch, ne? Genau. Ich habe gelesen, man kann von nah und fern also sich mit dem Fahrrad dorthin bewegen, mit dem Pkw, mit Busbahn. Man kann gar mit dem Schiff anreisen. Genau, es gab letztes Jahr zur Neueröffnung eine Schiffsgruppe von 40 Personen, die dort angelegt haben. Und durch die Saar ist mit dem Rad sehr gut hinzukommen. Mit dem Auto sowieso parken mit Beschränkung sind jede Menge vorhanden. Ja. Also da kann man also wirklich einen tollen Sonntagsausflug zum Beispiel machen mit der Familie, wo man sagt, Mensch, wir wollen heute mal irgendwas Tolles unternehmen, dann einfach mal zur Fußballgolfanlage, also eine kleine Fahrradtour und dann auf die Fußballgolfanlage. Für diejenigen, die das dann jetzt nicht machen können oder möchten, gibt es da auch ein bisschen Platz. Genau, also dort gibt es wie eine kleine Cafeteria, auch einen Biergarten, Getränke, antialkoholisch aller Art, Biere, Kaffee, Kuchen, es gibt zwei Soccerfelder für die Freizeitbeschäftigung, es gibt ein Beachvolleyballfeld, also jede Menge, ein Tagesausflug lohnt sich auf jeden Fall. Also, da sollten Sie auf jeden Fall mal den Spaßfaktor auch jetzt schon mal mit im Gedächtnis, in den Kopf schon so ein bisschen durchgehen. Du hast vor wie vielen Jahren oder für wie vielen Monaten damit angefangen? Ich habe angefangen letztes Jahr im August, war ich das erste Mal auf der Anlage und da habe ich mich gleich für ein Turnier angemeldet. Dort ist so gut gelaufen, dass wir einen Monat später nach Birnstein in der Pfalz auf ein Turnier gefahren sind. Dort waren vier Leute von der dänischen Mannschaft und die haben uns dann gefragt, ob wir zur Europameisterschaft kommen wollen und das wird unser nächstes Ziel sein. Also wird so ein ganz kleiner Kurzurlaub. Wie lange gehen denn diese Europameisterschaften? Die Europameisterschaft geht vom 18. bis 21. Mai. Okay. Wir werden drei Tage vorher anreisen, um die Bahn kennenzulernen. Und, ja. Und das dänische Bier. Genau. Ja. Hast du schon mal getrunken? Dänisches Bier? Ja. Nee. Noch nie. Gut, ich kann dir sagen, ich bin ein ganz normaler Fußballer. Schönen guten Abend, Björn. Hallo. Also, deine Leidenschaft ist auf jeden Fall mal Fußball. Egal, ob du jetzt Fußball, Golf spielst oder nur Fußball. Genau, so sieht's aus. Ich spiele schon seit 6 Jahren alt im Fußball. Bin seit letztem Jahr bin ich aufs Fußballgolf gekommen. Dank Florian, habe ich mitgenommen und macht ziemlich viel Spaß. Die besten Freunde sind da zusammen. Kann man so sagen, ja. Also, ich habe mir das so ein bisschen jetzt mal angeguckt, auch im Internet, auf www.fußballgolfsaar.de. Und das muss ja Spaßfaktor sein. Das ist total schön angelegt. Ich meine, das ist eine riesen Fläche, ne? 50.000 Quadratmeter groß und alles schön naturnah, direkt an der Saar gelegen. Also ich denke, das Umfeld ist auch passend dazu. Ne? Das stimmt. Es war auf jeden Fall sehr viel Spaß, vor allem noch in der Saar nebendran. Beim Sommerwetter perfekt. Und natürlich versuchen wir immer gegenseitig zu überbieten, wer die bessere Punktzahl hat. Das war schon also, da ist schon ein Spaßfaktor. Genau. Gesagt, ne? Und wie ist das so mit der Sucht? Kann das zur Sucht werden? Auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall versucht werden, weil man sich immer verbessern will. Ja. Deswegen fahren wir jetzt auch im Mai zur Fußball-Europameisterschaft in Dänemark. Okay. Und mal sehen, wie wir abschneiden. Also habt ihr richtig Blut gelegt. Ne? Genau. Aber den normalen Fußballsport wollt ihr jetzt nicht aufgeben, oder? Nee, auf keinen Fall. Da macht Mannschaftssport zu viel Spaß. Ja, ich meine, da kann man ja mit ganz vielen Menschen hingehen. Ist, sag ich mal, das möglich, da mit 20, 30 Leuten aufzutauchen oder dauert es dann zu lange, wenn man da ein bisschen mitmachen möchte? Möglich ist das schon, aber es dauert dann doch zu lange mit einer großen Gruppe. Das zieht sich dann doch schon ein bisschen. Aber man kann sich auch aufteilen in Fünfergruppen, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Da muss man nicht auf Bahn 1 anfangen, dann geht auch schon vor.
Ja, hatte jetzt letzte Woche Eröffnung für dieses Jahr, weil die Witterungsverhältnisse das nicht zugelassen haben, wegen Dauerfrost und so weiter. Aber jetzt kann es losgehen. Ja, ich möchte da jetzt nicht den Rasen wehen. Eine riesige Fläche, 50.000 Quadratmeter groß. Und das ist ja nicht wie beim Fußball. Im Fußball muss ja das Runde ins Eckige. Hier muss das Runde ins Erdloch. So sieht es aus, genau. Wie sieht denn das da so vor Ort aus? Wie muss man sich das vorstellen? So wie beim normalen Bahngolf, da gibt es ja erstmal so eine ganz einfache Nummer. Ne? Da, wenn man die erste Bahn spielt, ist meistens so durch die Mitte, dann ist das Loch. Wie sieht das da aus bei der ersten Bahn? Also die erste Bahn ist einfach im 90 Grad Winkel. Ist nicht so schwer, es sind zwei Schüssen zu bewältigen. Und ab dann wird es aber auch schwieriger. Also ich gucke mir das jetzt mal im Internet an. Das ist sehr selten der Fall, aber es ist zu machen. Mit viel, viel Übung geht's. Björn, wie muss man das denn machen? Kann man da jetzt auch hochschießen oder wie beim normalen Golf erstmal so flach, also beim Minigolf so flach? Es kommt auf die Bahn auch drauf an. Also bei mehreren Bahnen auf jeden Fall hoch, aber man darf nicht so fest schießen, ich kann da außerhalb der Barriere kommen, auf dem Zaun oder auf der Grenze. Ja, bei der vierten Bahn in der Mitte, was ist denn das hier? Ist das jetzt nur so ein Hinweis hier oder ist auch wieder ein Hindernis dazwischen? Hinter dem Sandbunker? Das ist ein kleines Wasserloch, ist aber im Sommer kein Wasserloch mehr. Also eher ausgetrocknet, ne? Genau. So, und dann im weiteren Verlauf dieser vierten Bahn ist hier auch wieder so ein kleines Hindernis eingebaut. Genau, das ist nur der LKW-Reifen oder Traktorreifen, wo man durchschießen muss. Und dann hinten dran wieder ein Stein, da kann man überschießen, dann ein kleines Tor und dann kann man... Eigene Gefahr, wenn man da sich vielleicht auch verletzen kann. Genau, alles auf eigene Gefahr. Wie man das auch kennt, wo wir treten auf Baustellen oder so. Alles auf eigene Gefahr. Also muss man auf jeden Fall auch gut aufpassen, ne? Genau. Also, dann fassen wir mal kurz zusammen. Es gibt 18 Bahnen dort. Der Parcours, sage ich mal, ist so 1,8 Kilometer lang. Liegt aber alles dicht und eng beieinander. Ne? Und trotzdem muss man sich das in großen Proportionen vorstellen. Es ist nicht so wie beim Minigolf, dass eine Bahn, sage ich mal, so zwischen wegen mir 5 bis 8 Meter wegen mir, sage ich mal, so lang ist. Man muss da schon immer noch eine Null hinten dran rechnen. Also zwischen 20 und 150 Meter, ne? Teils. Genau. Also Wahnsinn, also muss man schon auch gut zu Fuß sein. Und was darf man nicht tun? Was ist so das absolute No-Go, wenn man auf die Bahn möchte? Stollenschuhe sind auf keiner Bahn erlaubt, weil dann der Rasen sehr schnell kaputt ist. Schummeln ist natürlich auch gar nicht gern gesehen. Man schreibt generell immer seine eigenen Punkte auf, im Vertrauen. Das ist auch auf den großen Wettbewerben so. Schiedsrichter gibt es generell nicht, das vertraut alles auf Basis gegenseitiger. Ja. Vertrauensbasis. 20 aktive Fußballgolfer und es werden aber immer mehr, also der Sport wird immer populärer. Es wurde ja auch schon so ein kleiner Cup gespielt, der sogenannte Saargarten Cup 2012 war das und dieses Jahr auch nochmal? Genau, also der wird wohl August stattfinden, der war letztes Jahr auch relativ hochkarätig besetzt. Wir hatten mit Steffen Neuter und Tobias Matthäus zwei Stück dabei, die in der Weltrangliste unter den ersten 5 sind. Und das ist für Saarland ja doch schon beachtlich, wenn solche Leute bei uns mitspielen. Du musstest dich aber nicht beim schämen, ne? Weil du hast ja auch ganz gut abgeschlossen hier beim Turnier. Genau, es war mein erstes Turnier, ich war Sechster am Schluss und war ganz ordentlich. Also Steffen Neutert und Tobias Matthäs, Julian Kelkel, Oliver Krück, Marc Francisco und dann kam Florian Müller. Was hast du jetzt dieses Jahr angepeilt? Was denkst du so realistisch als Chance? Also in der Europameisterschaft will ich unter die besten 50 kommen. Und je nachdem, wie das läuft, eventuell für die Weltmeisterschaft anmelden und deutsche Meisterschaft auch mitnehmen. Also sind schon noch ein paar Ziele gesteckt, Björn, bei dir auch? Ja, das sieht genauso aus. Der ist bei Europameisterschaft richtig vor dem Florian kommen, das ist ein großes Ziel. Und dann ziehen wir weiter. Und das alles andere wird jetzt mir wurscht. Also wird schon vor Flohpunkt der beiden. Genau. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch heute Abend hier, so ein bisschen zu plaudern über Fußballgolfen. Und wenn Sie auch Lust dazu bekommen haben, das Ganze mal selbst live zu erleben, vielleicht auch die Jungs mal dort vor Ort treffen, ja, die können Ihnen das auch so ein bisschen beibringen. Aber es gibt vor Ort natürlich auch den Bert Hessel, ja, das ist der Leiter der Bahn, ne? Dem gehört das Ganze auch. Genau, der hat das Ganze letztes Jahr aufgebaut. Und ja, der kann sich natürlich auch zeigen, weil das wird eine schöne Einweisung und dann geht das alles flugs vonstatten und dann kann man sich so ein bisschen einfach einen Tag vertreiben mit ein paar Stunden, ja, mit allem drum dran. Schön, finde ich klasse. Ihr dürft am Ende der Sendung auch gerne noch eure Grüße loswerden. Flo, fang mal an. Also, ich grüße meine Familie, die Familie meiner Freundin, alle Freunde und alle, die ich kenne. Okay. Und natürlich das radiomenschliche Ding. Dankeschön. Ja, ich grüße auch meine Freundin, die Familie meiner Freundin, meine Familie selbst, die IKK Südwest, mein Arbeitgeber und natürlich den SC Fallscheid, unseren Fußballverein. Alles klar, dann danke ich euch beiden fürs Hiersein und ich hoffe,
dass wir irgendwann mal zusammen so einen kleinen Fight machen, ja, auf euren Bahnen. Und bin mal gespannt, ich habe früher auch mal Fußball gespielt. Ich bringe auch meinen dicken Freund hier, den Ralf Hasselberg, mit. Ja. Ja, wenn wir das alles mal zusammen ausprobieren, zu führen, dann auch mal sehen. Genau. Rechnet ihr uns gute Chancen aus? Das werden wir sehen. Ja, ich kann euch nur sagen, zieht euch warm an, Jungs. Ich mache jetzt Feierabend. Ja, jetzt gehe ich auch noch ein schönes Essen. Mein Sohnemann hat sich heute Abend hier angekündigt und ist auch gekommen. Mein lieber kleiner Marco. Ja, 24 Jahre ist der auch schon, Mensch. Sieht man, wie alt man wird. Ne? Wie alt seid ihr da eigentlich? Wir sind auch 24. Ja? Ja. Okay. Aber er hat nicht meine Augen auch nicht gut. Also gut. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend hier im Wochenprogramm von Radio Neunkirchen. Dankeschön nochmal an Ralf Hasselberg für die tollen Fotos, die er macht und auch die Sendung jetzt im Anschluss auch noch schneiden wird. Aber jetzt gönnen wir uns erstmal ein schönes Feierabendbierchen. Einverstanden? Genau. Gut. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche. Dann kommt Sascha Winter von ProWin und bringt auch ganz viele nette Damen mit. Und da geht es natürlich um ganz viel Hygiene und Sauberkeit. Wir machen auch ein sauberes Programm. Deswegen schließen wir jetzt mit einem Love-Song.